whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen in The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Heute habe ich wieder eine Dalmore-Flasche mitgebracht. Und von Dalmore habe ich schon so viel probiert, ich kann die schon alle gar nicht mehr aufzählen. Die regulären mit Altersangabe, dann aber mehr und mehr ohne Altersangabe. Und als letztes sogar eine Serie, wie hieß die? Spey, Tane und so weiter. Ich glaube, da ist was Falsches gesagt. Ja, da gibt es so viele verschiedene. Das waren jedenfalls Single Malt Whiskys von Dalmore, die ja unterschiedliche Charaktere aufwiesen. Und dann habe ich auch noch einen Cigar Malt probiert, den es früher mal gab, dann nicht gab und dann wieder gab und so weiter. Also ich blende ihn da hier mal eine ganze Menge ein. Und im Rahmen dieser Abfüllungen von, ja, Whiskys ohne Altersangabe, und da blende ich Ihnen dann auch ein Video dazu ein, zu Whiskys ohne Altersangabe und warum das so passiert, gehört nun dieser Dalmore Whaler 40 Volumenprozente, 1 Liter Flasche mit dazu. Gewaltiges, voluminöses Ding. Sehr schön zu sehen, aber Dalmore färbt, kann man es nicht sagen, wie das Ding nun wirklich in natura ausgesehen hat. Und was heißt nun Whaler? Whaler heißt Heldenmut, Tapferkeit. Muss ich jetzt hier Heldenmut beweisen und tapfer sein, den Whisky zu probieren? Nein, es geht eigentlich hier um etwas anderes. Und zwar geht es um die Vorfahren der jetzigen Besitzer sind Inder. Ne? Nein, die Vorfahren, die hier ihr Erbe in diesem Whisky verewigt haben, und das sind nämlich die Mackenzies, Clan Mackenzie. Das geht zurück bis 1263, da war in Schottland der Whisky noch nicht mal urkundlich erwähnt, das kam erst 1494. Und diese Mackenzies, die hatten also Heldenmut und so weiter und so fort, und die haben nämlich, glaube ich, irgendwann mal einen König gerettet. Ja, und als er dann diesen König gerettet hat, und zwar den King Alexander, gibt es auch einen Whisky, King Alexander der Dritte, da, den haben die Mackenzies gerettet. Und um die geht es hier, also dass die also diesen Heldenmut haben. Wie ist dieser Whisky nun entstanden? Ursprünglich in amerikanischen Ex-Bourbon-Fässern gelagert und dann wird transferiert in 30 Jahre alte Methusalem Oloroso Sherry Fässer, und dann geht es am Ende in Potpipes aus der Douro-Region in Portugal. Dann denkt man sich, wow, 30 Jahre alte Sherry Fässer. Was passiert denn, wenn ein Fass 30 Jahre alt ist? Die ganzen aktiven Substanzen wurden zuvor von den Flüssigkeiten, die da drin lagen, rausgezogen. Ein 30 Jahre altes Fass ist tot. Wenn man also hier in die 30 Jahre alten Fässer einfüllt, dann hat das aus meiner Sicht nur noch etwas von, ja, vom Marrying, vom Verbinden der Aromen der Einzelfässer. Da hat man kleine Ex-Bourbon-Fässer und die füllt man nun in die großen Sherry-Fässer um. Und da gehen dann immer 2 bis 3 in so ein, naja, 3. Drei gehen da immer in so ein Fass rein, und damit verbinden sich die Unterschiede zwischen den Einzelfässern besser. Und dann, wenn die sich verbunden haben, dann füllt man nachher in aktive Portweinfässer um, sodass wir hier also eigentlich ein Ex-Bourbon-Fass-Whisky nachgereift in Portweinfässern haben. Ja, und genau das ist es, was ich so mag. Jetzt habe ich einfach so kritisch hierüber berichtet. Aber am Ende ist es das, was ich mag. So, und dann sagen Sie hier noch zum Aroma: reife Pflaumen, Zitrusfrüchte, cremiger Karamell. Im Geschmack kandierte Orange, Ananas und Chocolate Fudge. Das ist so Schokoladenkaramell. Im Finish Black Forest Fruits. Das habe ich schon mal irgendwo gelesen. Was sind denn Schwarzwaldfrüchte? Was wächst denn im Schwarzwald? Tannenzapfen oder wie? Black Forest Fruits. Wahrscheinlich wird mir jetzt einer hier im Kommentar unten runterschreiben, das ist das und das und das. Also, naja, gut.
Kokosnuss, Feigen und Marzipan. Also die Geschmacksbeschreibung, genau das, was ich toll finde. Flasche natürlich selber auch als Geschenk mit dem Hirschgeweih da drauf. Wundervoll. Sehr schön gemacht. Ich drücke immer hier oben so den Rand fest, damit ich nachher beim Aufmachen mir die Finger nicht anschlitze. Das habe ich nämlich schon mal geschafft an so einem scharfen Überstand. Und das möchte ich dann halt immer vermeiden. Das müsste also nun so die Ergänzung zu dieser River-Serie von Dalmore sein für den Travel Value. Schwer, voll. Also die reifen Pflaumen würde ich jetzt nicht bezeichnen. Das ist ein ganz schweres, aromatisches Aroma, schon hinüber zum Marzipan, zum Rosenwasser. Jetzt kommen im Hintergrund die Orangen hoch. Und da sagt man immer, die Brennereien der nördlichen Highlands haben so ein Zitrusfruchtaroma, ein dominantes Zitrusfruchtaroma. Und das kommt jetzt hier auch. Das muss ich jetzt aber erstmal gegen die Fässer durchsetzen. Ja, jetzt kommen die Orangen. Die Ananas nicht so wirklich für mich zu verspüren. Die Portweinnote wird immer deutlicher, wird immer stärker. Ein bisschen Karamell, ein bisschen Vanille. Vom Aroma her sehr schwer. Jetzt wird er schon deutlich schwächer. Jetzt müssen wir wahrscheinlich hier nochmal die Wände richtig benetzen. Ja, jetzt kommt wieder mehr. Ja, auch Eiche schon dabei. Schwere Aromen. Tja. Überraschend viel Eiche. Ich hätte erwartet, dass sich hier ein deutlich jüngerer Whisky hinter verbirgt. Schokolade. Dunkle Schokolade, Bitterschokolade. Die Früchte werden immer dunkler. Ja, die Feigen könnten es sein, aber nicht ganz so süß. Feigen sind für mich süßer. Rosinen, Sultaninen. Aber, jetzt kommt das Aber, so alt ist er nun wirklich nicht, weil er eine gewisse Komplexität mangelt und das Aroma oder die Aromen und der Geschmack leicht oberflächlich aufgesetzt sind. So, der Abgang ist schon längst weg. Im Abgang fehlt also diese richtige, da fehlen 10 Jahre lange Reifung, fehlen hier im Abgang. Dafür ist er etwas zu leicht und zu flott. Ein bisschen Karamell. Jetzt hellere Früchte, ein bisschen weinig. Ja, sehr schön. Voll aromatisch. Im Geschmack leichte Schwäche. Ja, wenn man hier also diesen Antritt haben möchte und dann soll es also richtig in die Vollen gehen, dann bitte 15-jähriger Dalmore. Blende ich hier nochmal das Video ein. Der hat halt den richtigen Bums, den man dann dazu haben möchte. Aber für ein, ja, wie heißt das schön, easy to drink, ne? Ja,
Schauen Sie mal zum Shopsystem nach. Wirklich lange, vermute ich mal, wird sie nicht geben, weil es so eine typische Boutique-Geschichte ist, die also nach so und so viel tausend oder zigtausend Flaschen dann irgendwann auch mal zu Ende geht. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.